Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview First Look Video zur Anschauen, in dem Fall einen Tier 6 Zerstörer des panasiatischen Tech Trees, wie man sieht, hier neu eingeführt, und mit diesem wurde die Anshan und die Luoyang ins Spiel gebracht. Die Anshan ist eben Tier 6 und eigentlich eine Knefni, wie man hier in der Beschreibung auch gut nochmal rauslesen kann. Einer der sowjetischen Zerstörer, die im Rahmen des Projekt 7 gebaut wurden. Sie war schnell und hatte eine starke Artillerie. Das Schiff wurde an die Marine der Volksrepublik China im Jahre 1955 übergeben. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Flugabwehr stark verbessert. Wir sehen auch die Module uns mal an. Das Besonderste ist einfach das Thema Torpedos. Es gibt zwei Varianten. Einmal hier etwas schnellere, 65 Knoten schnelle. Torpedoreichweite allerdings nur 4 Kilometer und dafür aber eine verbesserte Feuerrate, nämlich ein Schuss in der Minute bzw. einen Abwurf. Die anderen sind dann diese hier. Das sind dann auch die, die ich jetzt zeigen werde. Feuerrate 0,8 Schuss in der Minute, 60 Knoten, 8 Kilometer. Der Höchstschaden bleibt bei beiden aber allerdings exakt gleich. Dann die besonders tolle Bewaffnung, in dem Fall 130 mm, 13,3 Schuss die Minute. Dauer für die 180 Grad Kehre sind 21,2 Sekunden, allerdings auch nur, weil ich den Kapitän schon etwas verbessert habe. Stock oder eben mit normalen Kapitän sind es 30 Sekunden, also demher baut den Kapitän ruhig aus. 14.400 Hitpoints hat das gute Stück, 4 Türme, 2 Torpedowerfer, 4 Flaks. 11,9 Kilometer kommt er weit und wir haben 48.000 PS. Die Panzerung 13 bis 16 mm, also typisch Zerstörer, sehr gering. Dann viermal eine Kanone mit 130 mm eben. Die machen unglaublich viel Spaß, das werden wir aber hoffentlich im Video auch noch sehen. Torpedos 2x3, also in Summe bis zu 6 auf eine Seite abfeuerbereit. Die Flugabwehr 4x2, 37 mm mit 40 Schaden bei 3,5 Kilometer. Dann haben wir die Manövrierbarkeit, sind 38 Knoten Endgeschwindigkeit, Wendekreisradius 610 Meter, 4,4 Sekunden Ruderstellzeit und natürlich wichtig für den Zerstörer, Oberflächensichtbarkeitsreichweite 7 Kilometer, Lufterkennbarkeitsreichweite 3,6 Kilometer. Wir sehen die Verbrauchsmaterialien ganz typisch, hier kann man nichts umstellen und die Verbesserung sind diese, die ihr da einbauen könnt. Gut, genug vom Schiff im Hafen, wir wollen jetzt das Biest in Aktion sehen. Also, lasst uns loslegen. So, wir haben also ein Matchmaking gefunden, sind hier auf der Karte Meerenge und 5er-6er Gefecht, also von dem hier Top-Tier. Ja, schöner geht's doch gar nicht, außer vielleicht die zwei Flugzeugträger, die wir hier haben. Die muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber so what, jetzt haben wir sie. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier in der Runde so leisten können. Natürlich erstmal müssen wir aufdecken, der Gegner hat ganz schön viele Zerstörer. Das ist eigentlich ganz gut für uns, weil Zerstörer kann man mit der ganz gut klar machen. Allerdings, bis auf die Minekase anderen, auch ganz gut von ihrer Schussfrequenz her. Also ist jetzt kein so mal eben geschenkter Damage. So, die Fuso, die ist schon direkt offen. Die können wir uns auch mal gleich so ein bisschen zurechtlegen. Wie gesagt, die Türme drehen sehr langsam und jetzt ist es hier schon verbessert. Also von dem her, da solltet ihr schon so ein bisschen vorher wissen, wohin ihr euch bewegen wollt. So, mal erst mal weg von den Flugzeugen da. So, du musst wie gesagt erstmal auf die Flugzeuge aufpassen. Und ihr könnt auch ruhig mit AP schießen, also gerade so eine Nürnberg, die ist nicht so hart gepanzert, die kann ganz gut damit mal beseitigt werden. Oh, da ist die Nicholas.
So, wir stellen uns in den Nebel. Schade, schade. Ah, jetzt ist da auch noch hier Flugzeug. So, der hat auch seine Nebelwand. Dann natürlich schon die Torpedos. Und ich schieße jetzt schön aus der Nebelwand die ganze Zeit. Kann hier dementsprechend dann da für Angst und Schrecken sorgen. Wenn er sich nicht die ganze Zeit so doof drehen würde. Aber jetzt haben wir ihn. Weg ist er. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Ja, das haben wir. Jetzt haben wir aber auch Diffuser hinter uns. Torpedos, achte aus! So, wie kommen sie? Schlachtschiff schaut nicht auf uns, dementsprechend können wir jetzt hier wirken. Zünden ihn auch an. Und wir sehen schon, da kommt schon ordentlich was an Schussfrequenz rum dabei. Na, jetzt dreht er wieder bei. Dementsprechend werden die Torpedos wohl nicht klappen. Aber egal. Wir haben ja auch noch normale Kanonen. Und was machen die Torps? Ja, doch, die kommen. Und weg damit. Sehr gut. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. An dieser Stelle darf ich mal ein kleines Lob an Trigger Happy Dad aus dem Forum packen. Der hat mir nämlich per PN eine schöne kleine Analogie geschrieben, wie man denn so mit dem Zerstörer spielt, weil ich gebe es ganz echt zu, ich wusste einfach nicht, wie man das so macht, und da hat er mir so ein paar Videos geschickt und die haben mir echt geholfen. Also von dem her, Dankeschön an dieser Stelle nochmal. Also wenn es jetzt richtig schief geht, dann ist er schuld. Ne, Quatsch natürlich. Aber es ist immer gut, da Tipps und Tricks zu bekommen, weil auch wenn ich denke, ich kann Kreuzer ganz gut spielen, aber Zerstörer bin ich halt wirklich nicht so der erfahrenste Kapitän. Und da ist immer schön, wenn die Community sich beteiligt. Und ich muss auch sagen, die Community bei World of Warships gefällt mir auch deutlich besser als bei World of Tanks, weil die Leute da einfach noch ein bisschen entspannter sind. Das merkt man schon, das Spiel ist entspannter, die Leute sind es auch. So, da die Cleveland. Ist die Frage, wo ist die Minekase? Die können wir jetzt auch mal gleich schießen. Schaut auch nicht auf uns. Und wir haben ja sonst keine Gegner, also von dem her können wir uns da jetzt ein bisschen austoben auf die New Mexico.
So, jetzt dreht er auf uns. Dementsprechend höre ich jetzt mal das Schießen auf. Maschinenboost aktiviert. Muss ich noch gucken, wo er schießt. Sehr gut, er schießt auf die Cleveland. Also von dem her können wir weiter Spaß haben. Oh, 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 was sehen denn meine Augen dort am Firmament? Das ist doch ein schnickes Ziel, du. Komm schon. Flugzeugträger, Flugzeugträger, Flugzeugträger. Komm, 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 komm. Gib mir deine HP. Gib mir alles, ich will alles. Ja, so geht doch das. Weg ist er. Sehr gut. Gegnerischer Flugzeugträger gesunken. Das war mal ein Flugzeugträger. Maschinenboost deaktiviert. So, ich würde gern, dass er nicht cappen. Weil bisher läuft es ja ganz gut, aber es schaut jetzt echt aus, als ob er cappen will. So, und man sieht hier schon, die kreisen jetzt hier über mir, dass ich da jetzt dementsprechend offen bleibe. Jetzt kann ich hier meinen Rauch vergessen. Machen wir trotzdem mal an. Machen hier die Flak aus. Jetzt habe ich natürlich die Sicht auf den nicht mehr, weil ich den selber spotte und ich kann natürlich nicht durch den Rauch durchspotten. Oh, da war jetzt auch noch der Flugzeugträger. Nebelwand gelegt. Aber wie gesagt, die anderen beiden da schon stark am Cap. Da hat zwei Zitadellen weggemacht. Man sieht da, AP klappt da sehr gut. Nochmal welche. Und in Anbetracht dessen, dass wir jetzt durchcappen, ist mir das jetzt egal. Jetzt wird noch einfach alles an Schaden rausgepratzt, was geht. Und ja, da haben wir doch eine gute, spannende, actionreiche Runde gehabt. 108 Treffer, ein Zieltreffer, 8 Zitadellen. Wir sind hier auf Platz 1 gelandet. Schade, dass der Cap gemacht worden ist. Hätte noch ein bisschen mehr Damage geben können, aber was soll's. Dementsprechend war die Runde mit knapp 40, 50, 60.000 Damage doch sehr ordentlich. Was hat's da für Kreditpunkte gegeben? Es gab 251.000 Credits raus. Das ist natürlich wichtig. Und für einen 6er Premium, glaube ich, ist das ein sehr solider Wert. Ja, dann bedanke ich mich. Hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Preview von Anschan. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an Trigger Happy Dead und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.